Abendstunde im Ostturm des Universitätsklinikums in Münster. Auf der Palliativstation klopft Thomas Mehlmann an die Türen der Krankenzimmer. Wie jeden Dienstag ist der Student gekommen, um Klavier zu spielen. Er fragt, ob er die Türen dafür öffnen soll. Die Patienten können Musikwünsche äußern. Mit seinen Melodien bringt er eine besondere Ruhe auf die 16. Etage des Krankenhauses. Sein Publikum, schwerkranke Patienten und die Nachtschicht auf der Station. Eine außergewöhnliche Kulisse für ein Klavierkonzert. Also ich denke da gar nicht so viel drüber nach. So, natürlich interessiert man sich auch so, was mit den Patienten manchmal reden. Dann kommt man ins Gespräch und dann erzählen die auch ihre Geschichten. Aber ich gehe dann rein und meist ist es dann auch so eine Art, ja, man möchte abschalten von den sonstigen Alltag so ein bisschen. Und das sind dann gerade so, finde ich, Lieder, die dann auch so ein bisschen ja, was anderes, vielleicht andere Emotionen hervorrufen. Es ist dann einfach wirklich dieses Gute, das Gefühl, was dann herauskommt. Man ist froh oder dass man anderen eine Freude bereitet quasi. Und das ja, ermuntert einen ja selber auch so ein bisschen. Man kann helfen. Seine Musik hilft. Für alle auf der Station ist sie eine Abwechslung im Krankenhausalltag. Nach Visiten, Therapien und Schmerzbehandlung ist jetzt Zeit für die Seele. Das wirkt auf die Patienten. Es berührt tief. Sie können sich von ihrer Krankheit mal losmachen und wieder mal auf ganz entspannte Ideen kommen. Man merkt das bei der Arbeit mit peu à peu. Direkt ist keine Ansprache, aber es ist eine deutliche Verbesserung der Entschleunigung zum Beispiel auch zu bemerken. Der Rhythmus ändert sich. Für die Kranken mit ihren existenziellen Sorgen bringt es einen wichtigen Freiraum. Ein Raum für Leichtigkeit, Erinnerungen und Freude. Für eine Stunde können sie raus aus dem Gedankenkarussell rund um ihre Krankheit. Man hat so viel im Kopf, geht darum, also regelrecht wegen der Krankheit. Und das ist ganz was anderes. Das ist eine, man versetzt sich in eine andere Welt. Ja, der Mensch braucht sowas. So wie der, sage ich es mal, man braucht den Pastor, man braucht den lieben Gott. Thank you.